Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen C++-Tutorial von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Vorschleifen miteinander verschachteln könnt. Vorschleifen zu verschachteln bedeutet nichts anderes, als dass ihr in eine Vorschleife eine weitere oder sogar mehrere weitere Vorschleifen integriert. Und wie dies konkret aussieht, werde ich euch im Laufe der nächsten Minuten anhand einer zweidimensionalen Vorschleife zeigen, deren Aufgabe es sein soll, in der Konsole ein Rechteck auszugeben. Wer jetzt mit der Vorschleife überhaupt nicht vertraut sein sollte, wer also nicht weiß, was das ist und nicht weiß, wie sie genau aufgebaut ist und wie sie funktioniert, der ist herzlich dazu eingeladen, sich das entsprechende Video, das ich in meine Playlist eingebunden habe, anzusehen. Und ansonsten schlage ich jetzt vor, dass wir loslegen. Ein Rechteck hat eine Breite und eine Höhe. Und diese beiden Werte möchte ich zunächst einmal vom User abfragen. Und die erste Aktion wird also sein, dass ich zwei Integer-Variablen anlege. Das mache ich jetzt mal. Die eine nenne ich hier Width für die Breite. Na. Height für die Höhe. Und jetzt frage ich eben diese Werte vom User ab. Einlesen mit cin. So, Mensch. So, wie hoch soll das Rechteck sein? Und dann wird eben Height eingelesen. Okay. Ja. Und um das Rechteck selbst zu zeichnen, werde ich jetzt eine Funktion anlegen. Ich möchte jetzt also nicht den ganzen Code hier in Main hineinklatschen. Ich habe ja im vorangegangenen Video erklärt, dass Funktionen unter anderem auch dafür gut sind, Code zu modularisieren. Das heißt, einzelne Aufgaben eines Programms auszulagern in eben solche Funktionen, die halt jeweils Teilaufgaben erfüllen. Und daher lege ich jetzt mal so einen Prototypen einer Funktion an. Rect, das ist der Name der Funktion. Und diese Funktion soll zwei Parameter entgegennehmen. Zwei Integer-Parameter. So, dann habe ich hier schon mal den Prototypen der Funktion und jetzt kommt die Funktionsdefinition. Das kann ich auch mal hier kopieren. Und hier W und H. Und innerhalb der Funktion, ja, wie sieht die aus? Eine Vorschleife. 0. I kleiner als h. H steht hier für die Höhe des Rechtecks und i++. Und innerhalb dieser Vorschleife noch eine Vorschleife. W und k++. Ja, und die innere Vorschleife ist eben dafür da, jetzt hier ja, so ein Zeichen hier zu zeichnen in der Konsole. Das soll jetzt mal ein X sein. Ist ein Semikolon. So. Und die innere Vorschleife zeichnet so viele X,
wie eben das Rechteck breit sein soll. Und nachdem die innere Vorschleife fertig ist, geht es in die nächste Zeile. Also ich muss hier erstmal eine neue Zeile erzeugen. Und die erzeuge ich nach der inneren Vorschleife. Gut, prima. Soweit ich sehe, sollte es hier funktionieren. Nun, was nützt eine Funktion, wenn man sie nicht aufruft? Das kann ich hier in Main machen oder das muss ich in Main machen in diesem Falle. Und hier DrawBacked und dieser Funktion übergebe ich eben die Parameter und halt. So, jetzt könnte ich ja das Programm ausführen. Ne? Es hat einen kleinen Fehler und welchen kleinen Fehler es hat, das zeige ich euch gleich, aber ich führe das Programm mal aus, denn grundsätzlich sollte es funktionieren. Also ich werde hier gefragt, wie breit das Rechteck sein soll. Da gebe ich jetzt hier mal 30 ein für die Breite und 10 für die Höhe und schon wird ein Rechteck hier erzeugt. Das sieht doch schon mal ganz prima aus, ne? Okay, also grundsätzlich funktioniert es, hat einen kleinen Schönheitsfehler, beziehungsweise keinen Schönheitsfehler, sondern der Code, so wie er da steht, birgt ein Risiko. Ich mache jetzt mal die Konsole weg. Und zwar, was passiert denn beispielsweise, wenn der User jetzt aus Boshaftigkeit oder aus Unwissenheit eine negative Zahl eingibt oder eine, sagen wir mal, oder die Null eingibt, ne? Dann wird eben das Programm Murks veranstalten. Daher als erstes mache ich nämlich Folgendes hier, bevor ich die Funktion aufrufe, erstelle ich hier so eine If-Konstruktion und hier prüfe ich if width. So. Kleiner als, nee, größer als 0. Und halt größer als 0. Also. Nee, wenn ich 0 sage, muss ich auch 0 dahin schreiben. Ne? Haben wir es. Also, nur für den Fall, dass die eingegebene Breite größer als 0 ist und die eingegebene Höhe auch größer als 0 ist, nur für diesen Fall rufe ich eben diese Funktion DrawRect auf. Und jetzt bringe ich es noch einmal zur Ausführung hier, wenn ich jetzt hier minus 12 hinschreibe und 32, dann passiert nämlich gar nichts. Die Funktion wird eben nicht aufgerufen, eben weil die übergebenen Werte nicht zulässig waren. Und wenn ich jetzt noch einmal das Programm ausführe und hier sagen wir 40 und 12, als Höhe eingebe, dann eben wird das Rechteck gezeichnet. So, da haben wir doch so ein Rechteck hier. So, des Weiteren, was ich noch machen kann, sind kleine Spielereien. Ich kann jetzt hier innerhalb der inneren Vorschleife auch hier sowas veranstalten, wie if, sagen wir mal, k modulo 2, gleich, sagen wir mal 1, also bei ungeraden K-Werten soll dann hier ein anderes Zeichen ausgegeben werden. Nehmen wir mal hier dieses Pipe-Symbol und ansonsten eben dieses X. So. Einmal ausführen.
50 Breite und nehmen wir mal 11 als Höhe hier. Und dann haben wir so eine Ausgabe. Also da kann man jetzt spielen ohne Ende und ja, seiner eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Dann macht das ruhig mal, ne? Lasst euren Ideen freien Lauf und spielt hier damit rum. Ja, das ist doch hier schon etwas, was ich jetzt hier euch noch zeigen möchte, ist auch eine andere Verwendung hier der verschachtelten Vorschleife. Also ich kann jetzt beispielsweise hier ja auch so eine Geschichte erzeugen, so eine Tabelle erzeugen, die das kleine 1x1 ausgibt. Das mache ich jetzt einfach mal, warum nicht? Also ich mache das jetzt mal weg, lösche das jetzt mal und ja, das User-Abfrage sparen wir uns diesmal auch. Und das kommt weg. Und Witz und Halt will ich jetzt mal umbenennen und jetzt schreibe ich Zeilen. Und Spalten. Und ja, das brauche ich jetzt nicht abzufragen. Jetzt tippe ich sofort mal 10 hier ein. Also wenn ich das kleine 1x1 hier ausgebe, ne, dann eben bis 10 mal 10. Und ja, jetzt erstelle ich mir eine neue Funktion. Zunächst einmal den Prototypen. So, Zeilen. So, ich kann natürlich auch die Parameternamen auch im Prototypen angeben, ne? Also ich könnte jetzt hier Spalten und Zeilen, also die Bezeichnungen weglassen im Prototypen, wohlgemerkt, nicht in der Funktionsdefinition selbst, ne? Und ja, was ich hier allerdings noch mache, ist Folgendes. Ich gebe hier das Schlüsselwort constant ein, denn schließlich sollen innerhalb der Funktion selbst, ne, die Anzahl der Zeilen und Spalten nicht verändert werden, sondern ja, die Funktion 1x1 dient nur dazu zur Ausgabe. Und alles, was nicht verändert werden soll, das ja, sollte man auch tunlichst als Konstante definieren. Das entspricht einem guten und konsistenten Programmierstil. Und jetzt kommt nach Main die Funktionsdefinition. So. Und hier wieder zwei Vorschleifen, die miteinander verschachtelt sein sollen. Kleiner als Z. Wieder eine Vorschleife, Integer K. Nee, hier kann ich nämlich I und K mit 1 initialisieren, ne? Soll ja das 1x1 ausgegeben werden. Und hier K. Na, das war jetzt die Autovervollständigung hier. So. K++. Und als Ausgabe eben I mal K. Und nach der inneren Schleife wird wieder eine neue Zeile erzeugt. So, dann haben wir das. Ja, und hier wieder das Schlüsselwort constant. Ja, und hier
In Main kann ich eben diese Funktion aufrufen. Zeilen und Spalten. Und beachtet hierbei bitte Folgendes. Ich habe hier die Parameter der Funktion als Konstanten definiert. Also alle Werte, die dieser Funktion 1 mal 1 übergeben werden, können innerhalb der Funktion dadurch nicht verändert werden. Warum auch? Das würde hier überhaupt keinen Sinn machen. Allerdings sind hier in Main die Variablen, Zahlen, Zeilen und Spalten eben keine Konstanten. Also hier, das hier in Main sind keine Konstanten. Man muss eben hier die Variablen, die ich in Main angelegt habe, von den Parametern der Funktion selbst unterscheiden. Ne? Das nur mal so als Hinweis. Und jetzt führe ich das Programm wieder mal aus. Und tatsächlich, ja, haben wir auch das kleine 1x1 hier. Okay, also könnte jetzt hier von der Ausgabe her durchaus besser sein, aber hier sehe ich, dass eben das 1x1 nur bis 81 geht. Das ist hier ja nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das ändern wir, denn hier steht ja i kleiner als z. Daraus machen wir aber ein kleiner gleich und auch hier wieder ein kleiner gleich. Und hier so ein Tab meinetwegen. Mal gucken, wie das dann aussieht hier. So, also die Ausgabe sieht ja schon mal wesentlich übersichtlicher aus als vorhin. Okay, und somit habt ihr jetzt in diesem einführenden Video hier, in diesem Basistutorial, zwei Möglichkeiten kennengelernt, Vorschleifen, also verschachtelte Vorschleifen zu nutzen. Einmal haben wir eben ein kleines Rechteck gezeichnet, des Weiteren das 1x1 hier ausgegeben. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Tutorial für euch aufzunehmen. Wenn ich euch weiterbringen konnte und wenn ich euren Horizont als Programmierer erweitern konnte, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ein Abo hat den Vorteil, dass ihr auf dem Laufenden bleibt, sobald ich neue Videos hier auf meinen Kanal hochlade. Und ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss, Leute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bye.